dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Denn die Gameplayerin fährt Autorennen. Und Motorradrennen. Und Bootsrennen. Und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut. Aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Na, es war gestern, ja, wie ich mit dem Motorrad unterwegs war, waren drei Leute hinter mir. Die sind mir überall nachgefahren. Ich habe mir gedacht, bitte. Mit der Indien, wo du mit der Indien gefahren bist? Ja, da kannst du ja nicht schnell fahren. Ich musste 500 Kilometer fahren und Hardrock-Musik auch noch hören. Und die ist scheiße, das Radio. Wie hast du die gehört? Ach, über Radio? Ja, das musst hören und dann 500 Kilometer fahren. Gameplayerin ist wütend. Oh. Ja, aber die ganzen Anträge hier. Ich konnte leider nicht Nein eingeben. Ach, du kriegst Anträge. Ich habe mir jetzt Karte irgendwie größer eingestellt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Was ist da? Ja, oben Steuerkreuz. Ja, aber wie mit dem Steuerkreuz? Hab ich keine Ahnung. Oben das obere durch. Nein! Voll rausgeflogen. Toll, ich war Dritter oder Vierter. Du Arschloch! Ja, wieso sehe ich die Punkte nicht mehr? Ja, haut mich gegen den Baum, Alter. Das ist dein Ende. Ja, mich gegen den Stein, den man mich gerannt, aber es war, glaube ich, Lisa. Ja, am besten erzählt er erst, denn das wisst man eben, der hat keine Probleme. Haha, das hat gesessen. Ich hasse ihn. Jetzt ist er schon wieder da, hörst du? Den habe ich doch gegen die Wand müssen. Ich habe die Abkürzung entdeckt. Den Sprung oder was? Ja. Nee, ne? Ja, damit kannst du sie holen. Naja, ist relativ. Naja. Der eine hat mich gerade abgedrängt. Ich konnte sie nicht mehr holen. Ja, Lars, hast du nicht das Gefühl, dass das Auto da und hin und her hüpft und rutscht? Nee, bei mir nicht. Bei mir ja, aber das tut schon von Anfang an. Ja, das hat er vorher nicht gemacht. Das klingt wie ein Butterbrot auf dem Boden. Also bei dem doch, also sag mal so, bei dem Vierradantrieb. Nein! Links habe ich das schon. Der rutscht deutlich mehr. Aber ich glaube, das liegt dann an der Strecke. Irgendwas haben wir mit dem Müllabfall. Ja, aber gerade ein Allrad soll bicken. Ich meine, hallo? Das ist ein Allrad. Dass der also System, dass der Lamp da in der Touring-Klasse, der auch immer dumm hupft wie Sau. Da denke ich mir, was ist denn los? Oh, Gameplay ist fit. Ich bin gesprungen! Scheiße! Und wieder vor die gleiche Scheißkante gefahren. Ja, das... Oh, da fährt einer. Also das warst du hast die Lampe umgefahren. Ja, ich trete, aber die KI hat mich nur gerahmt. Einmal hat er mich gegen die Wand gehauen. Außerdem, ich hab das jetzt beobachtet. Ich habe einen voll gegen die Wand geschmissen. Der ist nach rückwärts geflogen. In der nächsten Zehntelsekunde war er neben mir. Also wie geht denn das bitte? Also das ist das finde ich auch immer abartig, dass die sofort da sind. Die nehmen auch überhaupt keinen Zeitverlust. Da kriegen die ja gar das könnte das aber schon einstellen, weil die KI cheatet. Das ist Cheaten. Die war anfängerfreundlich, sagen wir so. Wenn er noch nicht. Aua! Schon knallt er hier wieder gegen mich, weißt du? Ja, ich hab die Tür hinter mir gehabt. Die wäre fast in mich. Doch, das war die doch. Die war. Okay. Ja, sind alle nicht so arg. Jetsprint ist böse. Jetsprint hallo! Ist das war mein Punkt, wo ich drüber geslidet bin gerade. Wenn du Vollgas gibst immer, wir warten mal ja, auf dann dich. Stoppt er ja auch direkt. Bei den Autos zumindest. Ah ja, aber bei der Hoverkraft, das rutscht ja. Der hat keine Bremse in dem Sinne, nicht richtige Bremse. Lass deine Konzentration nicht davon schweben. Jetzt klemmen sie mich wieder mit vier Leuten ein. Ein Ackertag, oder? Nein, was soll der Scheiß?
KI hat das registriert, dass ich noch nie hier war und muss mich direkt einklemmen, weißt du? So sind sie. Ja, also bei ich Hauer, bin hier bei eine Hauer, nach dem anderen am Wegdreschen, damit ihr einen größeren Vorsprung kriegt. Bei Hauerkraft muss wirklich schauen, gleich, dass du wegkommst, weil KI ist da deppert. Wenn ich die da verkeilst, ist blöd. Willst du etwa den anderen auf den Propeller starren? Nach vorne mit dir! Jetzt ist aber der Schnee weg. Ja, jetzt ist er die ganze Zeit schon weg bei dem Rennen hier. Ja, erst waren wir im Schnee. Erst waren wir noch. Wir waren im Wasser, haben wir gesagt. Beim Start war er da, also beim Reinfahren, sagen wir so, aber dann ist er weggegangen. Normalerweise geht er immer so langsam weg, jetzt ist er ganz weg. Ja, das ist vor allen Dingen in der Gegend, die haben wahrscheinlich noch nie Schnee gesehen hier in dieser Gegend, ne? Oh, das hat schon mal geschneit, aber einmal in diesem Jahr. Ja. Aber hier in dem Spiel schneit es ja. Das haben sie ja auch gesagt, das ist ja so blöd. Im Einserteil hat es ja wohl lokales Wetter gehabt, da hat es nur in den Bergen geschneit. Also ich muss mal bei Project Cars 2, wie das da ist mit dem Wetter. Das ist ja auch neu da drin, im ersten gab es ja kein Wetter. Oh ja, Regen hat es gegeben. Echt? Ich dachte, es gab kein Wetter. Alles hat natürlich. Das Zweier ist ja im Grunde genommen nur ein Abklatsch vom Einser. Der einzige Unterschied ist das Schneerennen. Sonst ist alles gleich. Das haben sie ja so begriffen. Das ist ja nur ein Abklatsch. Aber auch, also auch wenn ich jetzt ganz hinten bin, ich finde die Strecke etwas besser als die eben. Ja, ja, die ist besser hier. Die kannst du viel runder fahren, finde ich. Also weil, da hast du mehr Möglichkeiten. Die andere war, hat ein paar Kehren drin. Wenn er da noch nicht so richtig... Also was mir hier da ausgeht an Dorn, ist es nicht so scheiße hier. Ja, weil das halt Dorn benutzen muss. Das kommt ja schon wieder. Ja. Aber geil sind die Dinger schon. Hätte ich das gerne, um dann auf mit Straßen zu lassen. Sicher. Und Raketenwerfer. Ja, aber na, Wasser gut. Und Dünen fände ich jetzt irgendwie cooler. Also wenn es hast zum Beispiel, du sollst mit einem Wasserfahrzeug, einer Deli, springen, so und so viel Meter, dann mach das mit dem oben in der Wüste in den Sanddünen. Da kriegst du am besten die Punkte zusammen als mit dem Meer. Oben in der Wüste, ich weiß noch nicht mal, wo wir Wüste haben. Na, bei rechts von der, vom Salzsee ist eine Wüste. Salzsee Oha. Weiß ich auch nicht. Kommen wir mit Haupt... Las Vegas oben... Nein! Hast du... Es ist doch schon wieder nichts runtergezählt worden. Wollt ihr mich verarschen? Hast du auch einen Punkt für gekriegt? Oder nur, wenn du deine Teamkameraden da kaputt machst? Und wenn er die Teamkameraden zerstört. Ja, im Einzelteil... Im Einzelteil wäre es berechtigt, wenn es dich ärgerst, weil da musstest du dein Fahrzeug reparieren im Keller. Aber ja, das hast du bei Gran Turismo ja auch, wenn du das einstellst. Aber da kannst du es halt eben wirklich einstellen. Ach so, na, da war das fix. Hier gibt es auch Schaden, meine ich, oder? Kannst du hier nicht auch Schaden einstellen? Nein. Och, Lars, guck mal, wir stehen hier alle. Was machst du denn? Ja, ihr habt mich da irgendwie gerade... Nein, warst ganz vorne, du warst ganz vorne. Ich hab's auf Video, ich hab hier gestanden und du bist noch weiter vorne rumgeprescht, ne? Wie, du schneidest heute mit? Ja, ich will mir ja auch mal so ein paar Szenen zusammenschneiden, um mal ein Video zu machen, so nach dem Motto, das und das kannst du da machen. Ich meine, wenn ich natürlich jetzt so scheiße fahre, dann kann ich schlecht zusammenschneiden, aber... Aber ich meine, sonst hast du halt zum Beispiel vom Hover hast du ja auch nichts drin, ne? Ach so, scheiße, da geht's jetzt darauf. Oh mein Gott. Wieso? Booste einfach. Aua! Ja, ich habe keinen Boost mehr. Ja, weil da ist die Kurve ziemlich abig. Weil mir dann ziemlich... Oh, Boost danke, auf. Danke. Die sind mich gerade am Anschieben. Jetzt sind sie mich aber rausschieben, die Schweine. Was war das gerade? Was denn? Ja, es hängt so ein komisches Viech auf zwei Beinen vor mir rumgelaufen. Ja, das sah aus wie so ein T-Rex irgendwie, keine Ahnung. T-Rex, ja. Also so ein kleiner, aber. Ein was? Ein T-Rex-Baby. Ein T-Rex? Ja, so sah das gerade aus. Ich konnte ja nicht richtig gucken, der war ja ganz schnell wieder weg.
ätzend am Zehen, glaube ich. Ey, ihr kriegt das ja nicht mit, ne? Aber wenn ihr wüsstet, was wir hier für ein Geknubbel haben. Ja, das ist immer so geil, wenn du wieder am Arsch hast. Ja, von links, von rechts, von allen Seiten knallen sie dir, oder? Den Rennen habe ich noch keins auf Dings, auf schwer. Weil das ist nicht für anders, ist nicht so arg. Also ich hab's nicht zu tun, aber Arsch. Eine Maschine. Ja. Jetzt habe ich auch so einen Zweihacksack gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas auf zwei Beinen ist da vorbeigelaufen. Vielleicht war es ein Mensch. Nein, das war viel klar. Oder es war ein Alien. Das waren die Aliens, die Hannes nicht gefunden hat. Ja, genau, das sind die grünen Männchen. Habe ich jetzt gefunden. Und das ist ein Gesicht auf oben auf den Containern. Das ist im Süden von unten, wo ist denn das? Wo ein Haus ist, wo ist denn das links? Wie heißt denn das? Miami? Nee, ah, wow. Los Angeles. Los Angeles, ja. Am Frachthafen, auf einem Container oben, ist so eckig ein Gesicht. Und das soll das Alien sein. Naja, super. Also wenn ich das im Video nicht gesehen hätte. Naja, die Hut ab. Untertasse also, war ja auch irgendwie... Ja, aber wirklich Hut ab vor den Leuten, die das erste Spiel... Diese Zusammenstöße gehören mit zum Spiel. Ja, vielleicht haben sie das aber auch schon gesehen, wenn sie das... Na, also vielleicht durch Zufall. Du fährst vorbei und das und auf einmal kommt der dann diese Errungenschaft. Wenn du jetzt mit dem Auto hinfährst, ist sie da. Dann wird wahrscheinlich klar dann mit der Kamera, was ist das? Und so kommst drauf. Aber ich bin froh, dass es solche Streamer gibt, die solche Sachen zeigen, weil der viel Spaß, also gerade bei der Clou bei diesen Fotoaufgaben habe ich mir viel drauf. Nein! Ich habe gedacht, ich hätte noch eine Runde Zeit. Ey, die. Boah. Aber ich habe alle vor mir gehabt, ey. Wenn ich ein bisschen mehr Leistung gehabt hätte, ne? Ja, der hätte alle überholt. Und wär's gegen den Baum geknallt. Zeit läuft sowieso. Schwer ist alles kein Thema. Und bist du das auch irgendwie mit zwei Autos gefahren, das weiß ich noch? Nur ein Motorrad, das hab ich irgendwann, auch. Ja, hast du dann irgendwann auch mal gesagt, du hast jetzt das gleiche Auto wie er? Oh, ich fahre mir einen Scheiß zu. Ja, das habe ich ja jetzt gerade. Der hat das auch. Ja, da ist er schon. Jetzt fährt er schon so abartig hier bei mir. Machst du einen Fehler sogar bei schwer, ist er da. Und der liegt wie ein Brett, der hat auch nicht einen Burning. Nix, der rutscht nicht gar nicht. Der boostet in der Kurve. Alles klar, jetzt weiß ich warum. Der boostet volles Fund über die Kurve hier. Pass auf, der Scott ist da, ne? Der überholt dich gerade. Was ist jetzt passiert mit ihm? Ich habe ihn weggefahren. Ja, aber diesmal ist er richtig rausgedriftet. Ja, weil ich ihn nicht gefahren bin, wenn ich das tue. Das kann man nicht sagen. Ja, aber auf Schwert, auf Ass geht das nicht. Also das ist ja. Da kannst du dich dann eher selber rauskegeln. Ne? Ja, wir können eins machen, dass man... So wie wir es vorher, wie wir es damals gemacht haben. Einer fährt vorne und der andere kümmert sich um die KI. Ja, aber ja klar, das kann man natürlich machen, dass man den rausbewegt. Oder versucht ihn zu behindern halt, ne? Okay. Wenn ich den Scott mal sehen würde, könnte ich das machen, weil der fährt irgendwo vor mir, aber der fährt komplett eine halbe Runde oder so vor mir. Nee, dass der Wagen hier sehr rutscht, das hat er früher nicht gemacht. Nee.
Also so extrem gedriftet ist er auch nicht. Ja, so schön. Ich bin mit dem so super zurechtgekommen. Das war so schön zum Fahren. Aber was ich nicht verstehe. Vorher dürften sie es vergessen haben, bei dem den Allrad zu aktivieren. Dann war beim vorletzten Patch, haben sie dann offiziell geschrieben, der Calado hat jetzt echt ein Allrad, der Touring-Car. Und dann habe ich mir die Profi-Einstellungen geholt und dann ist das super gegangen. Und mir kommt vor, die haben das schon wieder beim Allrad herumgetan. Irgendwas haben sie da herumgestellt. Weil der macht auch nur dieses Burnout-Ding, macht er auch nur über die Hinterräder. Ja, er rutscht durch. Er rutscht auch durch. Beim Nitro rutscht er durch. Das soll nicht sein. In voller Fahrt, dass Nitro durchrutscht, das hat ja keinen Sinn. Da haben sie irgendeinen Scheiß gemacht. Ich verstehe noch nicht. Naja. Ja, aber wir kriegen den... Wollt ihr mich verarschen? Ich bin gerade, glaube ich, durch die Ziellinie gegangen. Ich bin ja... bevor Hobbes rausgekommen ist, hat sie eine Beta gegeben. Und ich habe mir geschworen, dass ich Beta bei The Crew bei einem laufenden Spiel nicht mehr spielen, weil sonst spielt dann das Hauptspiel, weil ja die da von der Beta Dateien ins Hauptspiel hinein interpretieren. Ja. Ja? Aber oh, ich bin noch durch. Und da habe ich dann auch den Support geschrieben, gesagt, sie brauchen mir keine Einladung mehr schicken für irgendeine Beta von Ubisoft nicht mehr dabei, weil verarschen kann ich mich selber auch. Go! Gut so. Boah, ich krach bald in euch rein. Was fahrt ihr da? Ich will nicht überholen, ich fahr Windschatten. Aber ich muss immer Gas wegnehmen. Ja, aber ihr seid dauernd am Bremsen und ich krach immer wieder fast in euch rein. Ja, ich kann wir bremsen gar nicht, ich bremse nicht. Hab ich gemerkt. Du voll in die Eisen treten gerade. Ja, dann überhol mich doch. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich einmal so heftig gebremst, dass ihr jetzt weg seid. Ja, und ich konnte keinen Windschatten mehr fahren, weil ich wieder... Ich weiß nicht. ...voll gelabert wurde gerade. Immer sind die anderen schuld. Ja. Ja, echt, weil beim Rennen fahren wollte man wirklich... Eigentlich sollte man komplett muten. Also wenn ihr zwei in dieser Crew fahren würdet, wo ich früher gefahren bin, bei der DTU, dann hätte der Clubchef schon gesagt, halt's jetzt einmal euren... Bei Rennen mussten wir immer still sein. Ja, aber du bist ja auch nicht still. Du bist auch immer... Ja, sicher jetzt. Aber vorher war ich auch still. Okay, ja gut. Na, war Pflicht. So wie beim also Race. Lars weiß, wie ich normalerweise spiele. Ich reg mich zwischendurch mal auf, aber ansonsten sage ich gar nichts beim Spielen. Wenn du zum Beispiel ein Raid bist, musst du einen Mund halten, ne? Aber irgendwie hört man den Hannes immer wieder. Ja, wenn ich nichts sage, dann hört man ja, warum bist du im Krieg? Also. Da gehen wir nicht. Nix. Achtung, Schatten, okay? Die Frau, sie macht das vor. 90 Grad? Nein, war nicht 90. Aber trotzdem. 75 würde ich sagen. Oh, fliegende Pinole. Checkpoint was? Abgeräumt. Ach, ist das eine Errungenschaft oder was? Hä? Nee. Ich habe nur gesehen, wie eine hier durch die Gegend flog. So eine Pinole da von den Checkpoints. Vor mir. Dann muss das ich gewesen sein. Ja. Sag doch, dass es 90 Grad ist hier. Schneit es? Oder ist es der Nebel? Ja. Das ist die Gicht. Der Wasserdampf. Wahrscheinlich nehmen die da alle Drogen, oder? Nee, da sind die schon wieder durch Zielen. Ich muss noch 8% haben. Aber 8% ist doch noch gut. Ja, ist doch schon... Du kannst schon mal davon ausgehen, so. Du bist jetzt Dritter. Das heißt, wenn du alleine gefahren bist, wärst du Erster. Und jetzt auf jeden Fall die komplette KI rasiert. Dann hättest du das Rennen gewonnen schon mal. Ja, es kommt aber auch immer auf den Start an. Wenn du den Start nicht gut hinkriegst, dann... Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Das ist auch in Real so. Ja, der Start ist schon A und O, kann man schon sagen. Schon einmal die halbe Miete.
Ja. Als Rennfahrer hast du eh wie viel Kohle. Versicherung zahlt das. Hier, das Team zahlt das, ey. Hier, Audi. Audi-Team. Gar kein bist Team, du bist ja Profifahrer. Ich hab ein Team hier hinter mir. Ja, drängt Hannes mich wieder raus, weißt du, immer das Gleiche. Ich hab nicht berührt. Nein, du hast mich nur voll von der Spur wieder weggedrängt. Das hab ich nicht berührt. Nein. Dafür habe ich massig Aufnahmen, wo er mich nicht berührt hat, nicht mit dem Auto rausfliegt durch sein Auto. Also, es ist so bei dem Spiel, dass die Kollisionsabfrage so schlecht ist, dass oft von der anderen Sicht das anders gesehen wird oder passiert. Ich habe dich von meiner Perspektive aus nicht berührt. Ja, aber das ist irgendwie nur deine Perspektive. Ja, wieso? Ich habe keine andere Perspektive als meine. Das kann er ja nur sehen aus seiner Perspektive. Aber was ich sagen muss, ich bei diesen Rennstrecken, wo du sagen mal so eng durchfahren musst, ich weiß nicht, welche das überhaupt, das Giants auch immer, glaube ich. Auf jeden Fall da oben. Da bin ich durch das S gefahren und ich habe definitiv nicht berührt. Ne? Und er sagt immer, ich wäre dran getitscht, ne? mit dem Fahrzeug. Und das ja, ist definitiv nicht der Fall gewesen. Das kommt doch aufs Internet an. Was machst oh, du? Oh fuck! Oh fuck! Ah, siehst du? Siehst du? Nicht immer gut, das Abkürzen. Ich war nicht am Abkürzen. Ich bin durch die Biene gefahren. Ich hab's ja gesehen. Ich seh euch wieder! Hier, der Welt sieht mich. Ja, da ist die hinter mir, oh Gott. Ich hatte gerade noch 6 Sekunden, jetzt hab ich 8 Sekunden auf dem ersten. Die Angst steigt hoch. Ja, ich sehe dich jetzt nicht mehr. Also. Aber du bist ja eine Kurve abgeflogen, kann das sein? Ich bin eben richtig geil abgeflogen. Also der schnellste ist er nicht, aber er hat eine super Beschleunigung. Och nee, ist nicht dein... Oh, ey. Ja, genau! Brettert jetzt alle an mir vorbei, hinten? Weil ich zurücksetzen muss, ihr Wichser. Sag einmal, wie oft setzt du zurück? Ich muss oft gar nicht zurück. Das erste Mal. Ich bin aber voll vor die Dings hier, vor die... vor die Hunde. Die Brücke. Ja, das ist... Also ich muss... Die Brücke. Ach, Carrie ist noch vor mir, hä? Wo ist eigentlich die Lisa? Wie sollen die so weit hin? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, das liegt an dem weiblichen... Die hatte gerade einen leichten Flash auf der Brücke, beziehungsweise nach der Brücke. Hast du sie weggekickt oder was? Nein. Nein. Oh Gott. Komm schon. Alter, wo seid ihr? Im Ziel gleich. Ich stehe hier die ganze Zeit und park hier. Sorry, Leute. Aber guck mal, das hättest du sogar auf schwer jetzt gewonnen. Das hättest du jetzt auf schwer auch gewonnen. Da bin ich mal gespannt, ob du auf Ass auch dritter wirst. Ich bin zweimal voll rausgeflogen gerade. Ja, aber jetzt kennst du die Strecke. Das heißt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr.